Ein Leben ohne Waschmaschine, ohne Kühlschrank und heißes Wasser gibt es auch nicht. Sie denken jetzt vielleicht an das Leben in einer Krisenregion, weit weg von Deutschland. Irrtum. Wir sprechen von Landsleuten, von Geringverdienern, auch von Rentnerinnen und Rentnern. Von Menschen, denen der Strom abgeschaltet wird, weil sie die Rechnungen nicht bezahlen konnten. Mehr als 300.000 Mal passiert das jedes Jahr. Das ist ungefähr so, als wenn alle Einwohner von Mannheim sozusagen von jetzt auf gleich ohne Strom auskommen müssten. Muss das wirklich so sein im reichen Deutschland? Burkhard Methke war selbstständiger Gärtner. Nach einem Unfall konnte er nicht mehr arbeiten, kam in die Grundsicherung. Selbst die Stromrechnung war plötzlich zu viel, sagt er. Dabei sei Strom für ihn sogar lebensnotwendig, weil er schwer krank ist. Ich habe ein Hinweisschild da dran, da steht dran, Beatmungsgerät angeschlossen, Abschalten des Stroms, droht Lebensgefahr. Weil seine Atmung immer wieder aussetzt, muss er nachts eine elektrische Maske tragen. Trotzdem haben ihm die Stadtwerke den Strom im Mai abgeklemmt. Hätte er nicht bei Freunden übernachten können, wäre er jetzt tot, sagt er. Ohne Strom leben müssen? In einem reichen Land wie Deutschland? Seit 2011 harrt die Zahl der Stromsperren auf hohem Niveau. Jedes Jahr wurde mehr als 300.000 Mal der Strom abgestellt. Der Sozialwissenschaftler Oliver Wagner forscht seit Jahren zu diesem Thema und hat mehrere Studien dazu veröffentlicht. Es betrifft neben den Arbeitslosengeld II-Empfängerinnen und Empfänger auch viele Geringverdiener. Also wir haben in unserer Studie festgestellt, dass rund die Hälfte der von uns Befragten im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Darüber hinaus aber auch viele Rentnerinnen und Rentner. Das ist eigentlich ein Skandal, dass in einem so reichen Industrieland wie Deutschland so viele Menschen darunter leiden, dass ihnen der Strom abgestellt wird. Schon vor 6 Jahren hat Report Mainz über das Problem der Energiearmut berichtet. Damals waren auch Familien mit kleinen Kindern von einer Stromsperre bedroht. Flaschen müssen abgekocht werden, Nuggets, also ohne Herd, ohne Wasserkocher geht gar nichts mehr. Bis heute gibt es keine generelle Ausnahme für kleine Kinder und Kranke, die unter Stromsperren leiden. Wie ist so etwas möglich? Untersuchungen zeigen, seit Jahren steigen die Strompreise in Deutschland stark an. Mehr als Löhne, Renten und Hartz-IV-Sätze. Und den Energieversorgern werde es sehr leicht gemacht, den Strom abzustellen, kritisiert Oliver Wagner. Der Energieversorger kann, sobald die Schulden 100 Euro betragen, auf seinen Kunden zugehen und das Geld einfordern und ansonsten mit der Stromsperre drohen. Und egal, ob jemand besonders krank ist, ob Kinder im Haushalt sind, das spielt gesetzlich keine Rolle. Dabei wollte die Große Koalition schon 2013 in ihrem Koalitionsvertrag Regelungen für einen besseren Schutz vor Strom- und Gassperren umsetzen. Was also tut die Bundesregierung? Schriftlich teilt der zuständige Sozialminister mit, er sehe keinen Zusammenhang zwischen steigenden Stromkosten und Energiearmut. Haushalte von Leistungsbeziehern, ebenso wie Haushalte mit geringem Einkommen wie Rente und Arbeitsentgelt, müssten ihr monatliches Budget nach den bestehenden Notwendigkeiten und Präferenzen einteilen. Burkhard Methke hat das zu spüren bekommen. Auf Nachfrage erklären die Stadtwerke Iserlohn zu seinem Fall, alle Voraussetzungen für die angekündigte Unterbrechung der Stromversorgung seien gegeben gewesen. Ich finde, das kann nicht sein. Hier brauchen wir gesetzliche Mechanismen, die verhindern, dass ein Energieversorger auf so eine Idee kommen kann, einem Menschen, dem der Tod droht, wenn er nicht jederzeit Strom hat, dass hier der Strom abgestellt werden kann. Wenn die Politik nicht endlich handelt, wird es weiterhin gefährliche Stromsperren geben.